Hallo, hallo. Hallo, danke, dass Sie heute gekommen sind zu Let There Be Lumbok. Zwei Informationen. Es gibt ein Livestreaming, also wenn Sie hier eine Frage stellen, wird die Stimme online weitergegeben. Und wenn Sie Kopfhörer und Empfänger brauchen für die deutsche Übersetzung, Hände hoch, dann bringen wir Ihnen etwas. Die Empfänger und Kopfhörer sind hier für die Verdolmetschung. Und morgen machen wir weiter und dann noch drei weitere Tage. Wir haben Charlotte's Ashes um 5.30 Uhr. Also jetzt Let's do Lumbung, Let there be Lumbung, und ich gebe jetzt ab an den Redner. Danke. Ja, hallo. Zunächst mal danke, dass so viele gekommen sind. Und danke für das Interesse an Documenta 15. Wir haben noch 5 oder 6 Tage. Ich verliere so ein bisschen den Überblick. Aber danke, dass Sie hier sind. Und heute starten wir eine Vortragsreihe, die wird schon seit Monaten geplant. Und der Titel ist immer Let There Be Lumbung. Und wir haben hier vortragende Akademiker, Professoren aus Indonesien und auch aus anderen Zeitzonen der Welt. Und heute sind wir ganz froh, dass wir einen unserer lieben Freunde, Philipp Pirotte, vorstellen können. Philipp kam gestern an, er kam aus Bali. Also aus der zentralindonesischen Zeitzone, und jetzt ist er in der mitteleuropäischen Zeit. Philipp Pirotte wird einen Vortrag halten mit dem Titel Control Prevention, Verhinderung von Macht. Und aus seiner Sicht wird er im Laufe seines Vortrags erklären, was das genau bedeutet. Er ist ja Professor für Kunst und Kuratorenschaft und nimmt auch an vielen Events teil. 2017 zum Beispiel die Biennale in Jakarta. Und in Indonesien gehen wir davon aus, dass er ein Indonesien-Kundler ist, der wirklich auch das Land versteht und der versteht auch, wie Lumbung eigentlich funktioniert und was das Publikum davon erwartet. Ich will ihn jetzt nicht lange vorstellen. Das ist ja auch eine Einladung an alle. Let there be Lumbung, das ist ja ein ernsthafter Vortrag. Der wird organisiert bis zum September, bis zum 23. September. Nikos Papastergiadis wird dabei sein, Melanie Budjanta, Nuraini, Giulia Stuti und John Rusa, und die werden im Rahmen vom Let There Be Lumbung vortragen. Und jetzt, Philipp, rüber zu dir. Ich hoffe, mein Mikro funktioniert. Hört man mich? Ja, wunderbar. So, zunächst mal Terima kasih banyak Wan Grupa, dann Thematistik, dann Communitas Lumbung. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig angesichts des Kontextes, in dem Lumbung einst sich entwickelt hat, um einfach die unglaubliche Arbeit anzuerkennen, die durchgeführt wurde von der Lumbung-Gemeinschaft und vom künstlerischen Team. Und manchmal waren die Bedingungen sehr schwierig. Wir müssen uns daran erinnern, dass das alles ja anfing mit der Pandemie und mit dem Lockdown. Und das hat auch Einfluss auf die Arbeit genommen, auf die Art der Arbeit. Und es ist einfach eine Riesenleistung, dass man in der Lage war, so eine diverse, gigantische, polymorphe Veranstaltung als Projekt nach Kassel gebracht zu haben unter diesen Bedingungen. Ich habe den Eindruck, dass das eigentlich noch nicht genügend gewürdigt worden ist.
in den Mainstream-Medien, die sich immer um andere Dinge kümmern. Ich fühle mich hier ein bisschen einsam, aber ich möchte einige Leute anerkennen. Was ich versuche zu sagen, ist eine Collage oder eine Baugruppe von verschiedenen Vorträgen. Unterbrechen Sie mich ruhig, wenn Sie etwas sagen wollen. Kein Problem, das hilft mir manchmal. Stellen Sie Ihre Fragen. Das habe ich ja nicht alleine vollbracht. Alle Texte werden ja nicht nur von einem Individuum geschrieben, sondern dazu gehören ja mehrere Menschen, die sie inspirieren, die mit einem Ideen austauschen. Einige von denen sind hier, sie wissen, wer sie sind, und die werden wahrscheinlich auch das eine oder andere von ihrem Denken in meinem Vortrag wiedererkennen. Also, Hand hoch, wann immer Sie unterbrechen wollen. Das ist eine Collage. Das ist ein Mosaik. Es gibt Zitate, es gibt Vortragsteile. Das ist nicht definitiv. Es geht darum, etwas auszuprobieren. Und ich denke, wir sollten alle einfach mal mitdenken. Ich fange mal an mit ein paar Zitaten von James Scott. James Scott aus seinem Buch Domination and the Arts of Resistance, ein Buch von 1990. Ich fange mal an mit dem ersten Zitat. Es sind insgesamt vier, die folgen einander nicht unbedingt in der Reihenfolge, sind aber gemeinsam interessant, um das Denken darzustellen. In diesem öffentlichen Bereich zeigen sich die Auswirkungen der Machtverhältnisse am deutlichsten, und jede Analyse, die sich ausschließlich auf die öffentliche Niederschrift stützt, wird wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass die untergeordneten Gruppen die Bedingungen ihrer Unterordnung billigen und bereitwillig, ja sogar begeistert an dieser Unterordnung mitwirken. Zitat Ende. Nächstes Zitat. Wenn der Diskurs der Untergebenen in Anwesenheit der Dominanten ein öffentliches Transkript ist, werde ich den Begriff des verborgenen Transkripts verwenden, um den Diskurs zu charakterisieren, der abseits der Bühne jenseits der direkten Beobachtung durch die Machthaber stattfindet. Das verborgene Transkript ist somit derivativ in dem Sinne, dass es aus jenen Reden, Gesten und Praktiken abseits der Bühne besteht, die das, was im öffentlichen Transkript erscheint, bestätigen, widersprechen oder das beeinflussen. Zitat Ende. Das nächste, was jedoch mit Sicherheit der Fall ist, ist, dass das versteckte Transkript für ein anderes Publikum und unter anderen Machtzwängen produziert wird als das öffentliche Transkript. Indem wir die Diskrepanz zwischen dem verborgenen Transkript und dem öffentlichen Transkript bewerten, können wir beginnen, die Auswirkungen der Herrschaft auf den öffentlichen Diskurs zu beurteilen. Zitat Ende. Und das letzte ist das Wichtigste, aber wir brauchen die anderen für den Kontext. Damit man das einordnen kann in dieser beweglichen Collage. Ich glaube, dass der Begriff des verborgenen Transkripts uns hilft, jenen seltenen Momenten politischer Elektrizität zu verstehen, in denen oft zum ersten Mal in der Erinnerung das verborgene Transkript direkt und öffentlich in den Szenen der Macht gesprochen wird. Und ich glaube, das ist hier während der letzten 100 Tage geschehen. So, das ist jetzt so ein bisschen Kontext. Nehmen Sie das einfach mal mit, wenn Sie über das andere nachdenken, was jetzt kommt. Ich gehe jetzt nochmal zurück in die 50er und 60er Jahre, der Entkolonialisierungskampf. Und diejenigen mussten sich Nationen ausdenken. Das kommt natürlich aus dem Buch von Benedict Anderson, der beschreibt das in seinem bahnbrechenden Buch Emerging Communities. Sie versuchten, verständliche Rahmen zu setzen für ihren Kampf für Selbstbestimmung. Verständlich für wen? Das ist eigentlich so das doppelte Band dieser Imagination von Nationen. Sie mussten verständliche Konstrukte formulieren, wie den Nationalstaat, um sich vorstellbar zu machen für das Imperium. Ein interessantes Problem. Um unabhängig zu werden und um die Unabhängigkeit vom Imperium zu erzwingen, mussten sie sich als Nationalstaat definieren. Daher auch die Bandung-Konferenz 1955 trafen sich unabhängige afrikanische und asiatische Staaten, die praktisch ihre eigene Selbstbestimmung dort innerhalb des Gedankens des Nationalstaats dargestellt haben. Dieser Lumbung-Vorschlag
hat die Ära verlassen, wo man einfach etwas vorgibt, um was anderes zu erreichen. Das ist so diese doppelte Bindung. Um verständlich zu sein, muss man in der Sprache derer sprechen, die die Macht besitzen. Und ich denke, ein wichtiges Element dabei, wo man nicht mehr so tut, als ob, ist, wo man Wörter aus einer anderen Sprache einführt. Und das ist ganz wichtig. Bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Praktiken, die kamen eben nicht aus dem Englischen. Nongkrong, Majelis, Maidan und so weiter. Das ist eine Art und Weise, um sich nicht in diese doppelte Bindung des Imperiums zu begeben. Man begibt sich weg von der Verständlichkeit. Und wichtig ist das Wort Understanding, verstehen. Um verstanden zu werden, hätte es eine Verhandlung mit den Institutionen und künstlerischen Rahmen an der Macht gegeben haben müssen, was also die Ressourcen angeht oder die Logistik und die Organisation. Aber Verhandlungen sind kontraproduktiv, wenn man mit dem Imperium verhandelt. Der Revolutionär nach Franz Fanon, der bettet sich ein in das Volk. Still und lautlos, ohne die Laute der Mainstream-Medien. Und das ist eine zentrale Formulierung, die wird so ein bisschen zu wenig unterstrichen. Denn es gibt da ganz viele Implikationen. Der normale Autor und Leser der Mainstream-Medien, der würde diese Implikationen gar nicht da hineinlesen. Amilcar Cabral hat gesagt, dass im revolutionären Prozess das Problem in der Sichtbarkeit des Wunsches ist. Das ist wie das Zahnen. Und die aufrührerischen Sehnsüchte gegenüber dem Unterdrücker ergeben keinen Sinn, denn es ist, als ob man um Verständnis bettelt. Und es gibt ein großes Problem mit dem Wort, mit der Idee des Understanding, das heißt eigentlich unter etwas stehen. Und das ist schwierig, wenn man ein radikales Neudenken übernimmt, wie Oliver Marchat in die Documenta-Ausstellung bezeichnet. Hegemoniemaschinen. Multiperspektivisches Lernen ist ein weitergehender Prozess. Aus der Problematik der Unterordnung hinaus. Juan Grupa und einige der Künstler hier zeigen eine Bereitschaft zu lernen. Und ich frage mich, was das heißt, was es zeigt, was es exponiert. Werden dadurch nicht die Geister einer vergangenen Epoche aufgeweckt? Im Zusammenhang mit Lumbung Wan hat es ja einen Skandal gegeben im Rahmen der Documenta, dass Juan Grupa scheinbar nicht den deutschen Kontext verstanden hat, als ob der deutsche Kontext ein Narrativ wäre, ein einziges Narrativ, das immer wieder wiederholt wird in der Presse. Gibt es nicht viele Diasporas aus verschiedenen Orten und Geschichten, auch in Deutschland? Gibt es nicht viele verschiedene Zuhörer aus den letzten 100 Tagen, die auch einen deutschen Hintergrund haben? Also diese Geschichte von der fabrizierten Geschichte der Konfrontation zwischen dem globalen Süden und Deutschland, also das glaube ich nicht. Das würde ja etwas implizieren, wer wen unterdrückt. Ich bin überzeugt, dass es hier einen Klassenkampf gibt, der sich hier manifestiert. In der deutschen Sprache, wenn man sich entschuldigt, dann wird dieser Klassenunterschied dargestellt. Man sagt bei der Entschuldigung, ich bitte um Verständnis. Das heißt eigentlich, I ask for understanding. Understanding, da ist wieder das Understanding, das Unterstehen drin. Also man entschuldigt sich dadurch, dass man bittet, sich jemandem zu unterstellen. Und eins der typischen Beispiele in den vielen europäischen Sprachen, in denen das Imperium sich auch in der Sprache ausdrückt und in der Semantik mittransportiert wird. Kommen wir zur Diskursivität, das ist ja auch ein Problem. Die Kritik
dass Lumbung 1 nicht genug diskursive Komplexität habe, wie es von der Presse transportiert wurde. Darüber müssen wir sprechen. Nonkong, das ist ja eine Kultur der verbalen Übertragung. Wir müssen sprechen. Das ist ein bisschen wie bei den Wachale in Senegal oder den Ulonga in Angola. Eine Strategie, um sich aus diesem Machtkampf andere durch die Macht der Interpretation festzuhalten, herauszuhalten. Oft gibt es da ja eine Zensur, also eine falsch verstandene diskursive Aktivität, die sich auch auf die Logistik auswirkt. Hier haben wir einen erheblichen Unterschied zur Documenta 11. Da ging es ja um darum, dass der globale Süden radikal die Festung des Imperiums durch diskursive Legitimierung erobere. Lumbung 1 hat das niemals so gesehen. Wenn der Diskurs da ist, um die Dinge nachvollziehbar zu machen, um eingebunden zu werden oder in einen Rahmen eingebunden zu werden, dann kann das nicht direkt hinterfragt werden als eine orale oder verbal transportierte Kultur oder nicht genau auf dieselbe Weise. Denn da muss man das Gesagte vom Sagenden, vom Autor trennen. Das Diskursive ist hier getrennt worden. Und wir denken hier an die Kritik der Souveränität des Konzepts von Stefano Harney formuliert. Ein Konzept als Währung im Grunde, abstrahiert und zur Waffe gemacht. Das ist das, was bei Nonkong und Wachale zurückgewiesen wird. Stefano Harney schreibt über dieses Konzept, das abstrahiert ist, entführt wird, zur Waffe gemacht wird, entwendet wird, entfremdet wird. Diese Art der souveränen Autorenschaft abzustreiten, abzuwehren, hier kommen wir zum anderen Kritikpunkt, nämlich der kuratorialen Verantwortlichkeit in Verbindung mit der Autorenschaft, also die kuratorische Verantwortung, so wie es immer wieder verwendet wurde, um Lumbung 1 zu kritisieren. Aber es gibt hier keine Abwehr der Verantwortung als solche, sondern es gibt eine Zurückweisung des Mythos des sich selbst verbessernden Individuums, das selbst sich selbst optimierende Individuum. Das ist ja der Künstler und der Kurator, so wie wir ihn kennen. Das beginnt im 17. Jahrhundert in Europa neben den wirtschaftlichen Verbesserungen, neben dem Eigentum, auch dem Eigentum an Menschen und auch der Erweiterung des souveränen Konzepts. Und nun komme ich zu einer Anlehnung an Stefano Harney. Er sagte, wir können uns qualifiziert fühlen durch die Selbstverbesserung, auch die Verbesserung anderer zu bewerten. Das ist also die Vorstellung desjenigen, der nur sich selbst braucht zur Verbesserung, der immer autark ist. Und das ist eine wirklich genozidale und geozidale Figur. Diese Figur, dieses Subjekt, diese Idee ist seit der Geburt aus europäischen Kolonialismus integriert, hat aber zu tun mit dem Umstieg auf die großflächige Landwirtschaft und weitere moderne Erfindungen. Und dann wird aus diesem Subjekt der Fabrikant, die Figur, die sich als autark darstellt. Das ist genauso gefährlich wie die Vorstellung von einem autarken, unabhängigen Europa. Natürlich ging es hier darum, den Imperialismus anzugreifen. Also das sich selbst optimierende bourgeoise Subjekt braucht natürlich große Ressourcen, um sich selbst als autark zu erklären. Das sind Ressourcen, die aber nicht eingestanden werden. Neben der sozialreproduktiven Arbeit von Frauen, Kindern und weiteren Personen werden natürlich massive Zulieferungen erforderlich. Und da kommen wir dann zur Produktionslinie. Daneben dann noch die massive Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Darum geht es in diesem bourgeoisen Subjekt, diesem bürgerlichen Subjekt. Und das wird nun wichtig für den nächsten Teil. Zitat, das bourgeoise Subjekt hat natürlich keine Freunde. Es tut mir leid. Die Verbreitung dieser
Vorstellung der modernen Subjektivität jagt hinter denen, die diese Art von Selbstwerdung rund um den Globus unterstützen. Das wird natürlich umso fragiler, umso flüchtiger als je zuvor. Denn kaum kann sich das gegenüber einer ständigen Rebellion halten, so sinngemäß. Nun sind diejenigen, die diese Individuation als falsche Freiheitsversprechen ausgeben, führen zu einer absoluten Überdrehung. Und das, was nicht inkorporiert wird, wird als unzivilisiert wahrgenommen durch das Imperium selbst. Was in den letzten Monaten passiert ist bei Juan Grupa, dem Künstlerteam und der Community, war eine Instrumentalisierung für andere Kräfte und Entscheidungsführer, die an einer Logik der kolonialen Plantage festhielten. Die eingeladenen Kuratoren seien eben nur da, um ausgeschlachtet zu werden, um Wissen und um Content bereitzustellen, dass Wissen aus dem Projekt extrahiert werde. Und dass sie sich bitte in eine Struktur einzufügen hätten mit der Documenta 15. Niemand hat also den Rahmen als solchen in Frage gestellt. Was sie nun aber wirklich zu uns bringen, das drückt sich in Lumbung 1 aus. Lumbung 1 schützt sich natürlich im eigenen Kontext davor, zerquetscht zu werden, optimiert zu werden oder als extrahierbares Quellenmaterial genutzt zu werden. Da die Institution Documenta ja braucht, was sie bringen, aber nicht ertragen kann, was sie mitbringen. Das führt dann zu einer Selbstäußerung und Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit, die zu demokratischem Despotismus neigt. Und wir kommen hier zu einer Kombination des Genommenwerdens und auch des Weggeschicktwerdens. Also nicht mehr Documenta 15, sondern Documenta 1. Also make friends, not art. Um es sozusagen. Make friends, not art. Das ist ein Slogan von Lumbung als verulgt, als eine Abwehr gegen den Gedanken an die moderne Kunst. Vielleicht nicht Kunst verstanden als Objektherstellung auf der Grundlage von Ressourcenextraktion, sondern vielleicht kann es bedeuten, nicht diese strategisierten, souveränen Konzepte herstellen, ohne Zeit und Raum, ohne Materialität, ohne Beziehungen. Vielleicht heißt es, Dinge nicht herzustellen als autarke Existenzen in einem Vakuum. Make friends, das bedeutet ja auch, Kunstwerke als Teil eines sozialen Netzwerks zu sehen. Es geht also nicht darum, sich zu befreien oder das Kunstobjekt zu befreien und nicht nur in der Kunstwelt aufgesogen zu werden. Nein, auf dem Gegenteil geht es darum, der Kunst ein Leben in der Gesellschaft zu geben. Und hier denke ich daran, wie Sebastian Diaz davon ausging, dass man Statuen Absichten unterstellen könne unter bestimmten Umständen. Es geht darum, dazu aufzurufen, dass wir uns gegenseitig brauchen, um zu leben auf dieser Erde und dass Kunst auch Freundschaft bedeutet in gegenseitiger Unterstützung. Der Anthropologe Alfred Gell sagte, Kunstwerke sind soziale Beziehungen rund um Personen, Objekte und Tätigkeiten. Und das hat zu tun mit sozialem Handeln. Kunstwerke sind wie Menschen oder wie handelnde Subjekte, letztendlich Freunde. Dies bedeutet das radikale Zugeständnis der Personifizierung des künstlerischen Ausdrucks und eine radikale Entfremdung und Relativierung des Begriffs der Person. Trotz der Jahrhunderte der Kolonisierung und Konzepte ist das Ideal der individuellen Freiheit immer noch nicht überall angekommen auf der Welt. Selbst hier in Europa haben wir andere Freiheitswurzeln gehabt. Hier komme ich zu einem Text, ganz interessant, von Nick Bone Gundry und Paula Bergmann geschrieben, der heißt Joyful Militancy, Building Thriving Resistance in Toxic Times. Vor Jahrhunderten
hatten die Europäer schon eine Vorstellung von Freiheit, in der es nicht nur um die Abwesenheit externer Beschränkungen, sondern auch um Beziehungen, die uns zur Blüte führen. Freiheit und Freunde gehen auf die gleichen Worte zurück, nämlich Fri im Indogermanischen Liebe. Und diese Wurzeln gehen auch ins Gotische, Altnordische, Keltische, Hindische, Russische und Deutsche zurück. Frei hieß Freunde zu sein im Kreis geliebter Menschen. Lumbung wird weiterleben, denn Lumbung ist radikal und entsteht aus der Emotion. Make friends, not art, bedeutet, wir sind zusammen stärker. Nicht nur eine banale Angelegenheit privater Vorlieben im Bezug zur Norm. Make friends, not art geht gegen die westlichen moralen Vorstellungen, die gegen für Universalismus ist und für Verallgemeinheitlichung. Und hier stößt Lumbung auf die Gründerideen der Souveränität, nämlich dem Subjekt als Bürger. Let there be Lumbung. Ja, as Philipp said that. Ja, wie Philipp sagte, wenn jemand hätte ja auch unterbrechen können, aber es nicht passiert. Vielleicht jetzt will einer was kommentieren, Fragen stellen, irgendwas, egal was, aber bitte das Mikro nehmen. Ohne Mikrofon kann leider nichts gedolmetscht werden. Okay. Ja, vielen Dank für diese wirklich machtvollen Worte. Ein Aspekt ist mir aufgefallen und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Das ist der Aspekt der Verantwortung. Und wir müssen Verantwortung neu denken, um das zu befreien von dem Konstrukt der Verantwortung, wie es im Imperium gelehrt wird. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie noch mehr darüber sagen, wie wir Verantwortung neu denken müssen. Das hat mich an Donna Holloway erinnert, die sagte, Verantwortung muss in der Lage sein zu antworten. Vielleicht kann man eine neue Art finden, wie man das neu denkt. Ich glaube, ich kann das nicht direkt beantworten, aber vielleicht über eine Umleitung sozusagen. Verantwortung war ja involviert in der Debatte um die Documenta im Kontext des Dialogs, der nicht stattfand oder nicht funktionierte oder der sogenannte verwehrte Dialog. Ich glaube, Verantwortung ist ein geteilter Gedanke. Das kommt aus einem Kontext mit vielen Perspektiven. Und der Vorschlag oder die Idee, dass Lumbung 1 oder was Lumbung 1 gemacht hat, war ein Angebot. Also ich habe über Nongkrong gesprochen und ähnliche Praktiken, dass nämlich der Dialog installiert wird über den Akt des Sprechens, nicht über einen Rahmen, in dem es einem erlaubt wird zu sprechen oder man gezwungen ist zu sprechen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das können wir auch transferieren auf den Gedanken der Verantwortung. Verantwortung ist nicht etwas, was man einem souveränen Autor zuschreiben kann. Und in unserer europäischen Geschichte haben wir das viel zu lange getan. Und das ist so eine Art und Weise, wie Verantwortung performiert wird, dargestellt wird, aber nicht Leben eingehaucht wird. Es ist nicht wirklich so ausprobiert worden. Man hat nicht wirklich versucht, Einladungen auszuprobieren. Es ist verändert worden in einen Kontext, der aufgezwungen wird, in dem die Menschen dann das Recht haben, entweder
etwas zuzugeben oder auf ihre Knie zu gehen. Das ist nicht passiert und das ist eine traurige Situation. Und ich denke, es sollte im europäischen Kontext vielleicht so eine Suche nun geben, wie man das in der Zukunft machen kann, wenn das die Antwort auf Ihre Frage ist. Okay, ich fühle mich ein bisschen exponiert hier. Ja, weitere Fragen oder Kommentare? Ja, da ist noch was? Ja, nochmal vielen Dank für die Präsentation. Die Beispiele, die Sie genannt haben, fand ich toll, wie die Sprache das Denken einhegt und wie man Dinge erfahren kann. Und das Beispiel mit Bitte um Verständnis, Understanding, Standing Under. Und Sie haben ja über das Imperium gesprochen. Das ist etwas Interkulturelles. Und Ihr Treff mit der deutschen oder europäischen imperialen Kultur, was denken Sie über die Nutzung der Sprache und wie das die Menschen in dieser Kultur in ihren Beziehungen beeinflusst? Also ich bin Europäer, ich bin Belgier, ich habe eine imperiale Vergangenheit. Und es ist sehr schwierig für mich, eine Position anzunehmen. Ich kann eher etwas formulieren, was unsere Sprachen in Frage stellt, zum Beispiel. Da gibt es, das ist etwas nebenher, Indonesien ist eines der wenigen Länder, das nach der Unabhängigkeit nicht die Sprache der Kolonisatoren übernommen hat. Schon in den 20er Jahren, da wurde dieses indonesische Esperanto angenommen, denn es gibt ja so viele verschiedene Sprachen auf den Inseln Indonesiens. Das ist so eine bestimmte kollektive Situation dort. Also man hätte sich denken können, dass die alle untereinander Niederländisch sprechen. Es ist anders im Kongo, der früheren belgischen Kolonie. Da spricht man Frankreich, da spricht man Französisch untereinander. Das gibt einem praktisch... Ich kann dafür nicht... Ich kann nur sagen, das ist, wir haben eine permanente Art... dieses Trauma wieder zu durchleben durch die Sprache. Dazu gehört ja auch eine Semantik. Das ist praktisch Zeuge dieser Unterdrückung. Es ist ganz interessant, diesen Unterschied zu sehen, dass die Indonesier dann Bahasa erfunden haben. Und bei Lumbung 1 hatte man einfach diese Wahl, all diese Begrifflichkeiten zu benutzen, die nicht Englisch oder Französisch sind oder etwas anderes und das einfach nach oben zu spülen, um einfach eine bestimmte linguistische, diskursive Haltung mit anderen Sprachen vorzutragen. Jean Genet schreibt sehr viel darüber. Ein Teil des Traumas. Er schreibt darüber im Kontext der Black Panther. Er beschreibt praktisch, wie stark die Sprache Englisch in dem Fall missbraucht wird oder dekonstruiert wird. Und es ist immer noch die Sprache des Imperiums. Es gibt verschiedene Meinungen darüber natürlich. Es gibt diejenigen, die sagen, dass es andere Arten von Englisch gibt, die wirklich außerhalb dieses Imperiums stehen, dieses Kontextes des Imperiums. Aber es ist etwas, was man berücksichtigen sollte. Und es ist ein wichtiges Element dieses Projektes. Die Sprache wurde eingeführt. Die wurde nicht verhandelt. Normalerweise ist das ja eine verhandelte Sprache, die in diesen Kunstweltprojekten verwendet wird. Danke. Ja, da drüben vielleicht? Bitte das Mikro nehmen. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Ich möchte mit der Frage ein bisschen weitergehen. Sie haben ja gesagt, make friends, not art. Und bei Freunden, da haben Sie mit zum Thema Liebe gesprochen, die Bedeutung. Das ist eine herausfordernde
Beziehung. Aber können Sie sich vorstellen, dass wir Genosse oder Kinship, also Clanzugehörigkeit, nutzen? Das hat ja andere Implikationen als Freundschaft. Einfach nur eine Frage. Ja, interessant. Kommt darauf an, was Ihre Vorstellung von Freundschaft ist. Wenn das ohne Risiken ist, vielleicht so eine utilitarische, typisch neoliberale Freundschaft ist. Das ist nicht, was ich mit Freundschaft meine. Es ist eine Freundschaft, die gleichzeitig wehtut, die über die sofortige Bekanntschaft hinausgeht. Es ist eine Verantwortung. Man ist Teil einer gemeinsamen Verantwortung, unter welchen Bedingungen auch immer. Es ist auch eine weitere Verantwortung, wo man anfängt, über Kunstwerke als Freunde nachzudenken. Das ist eine andere Verantwortung. Man kann das nicht so als Währung nehmen. Und genau das Gleiche gilt auch für Freundschaft an sich. Ich denke, es ist sehr schwierig und sehr verantwortungsbewusst und sehr komplex, das, was ich unter Freundschaft verstehe. Ich habe auch eine Frage. Hier drüben. Hallo. Ja, das Gleiche im Grunde. Make art, not friends. Und Sie haben gesagt, es geht darum, Netzwerke von sozialen Verpflichtungen aufzubauen, irgendwas in der Richtung. Netzwerke. Also was war das Wort? Können Sie es nochmal wiederholen? Nicht so sehr Netzwerke, es ist mehr der Aufbau von Beziehungen. Es ist ein bisschen mehr wie die Organisation eines Beziehungsgeflechts. Netzwerke, das ist was anderes. Es geht um ein Beziehungsgeflecht mit Verantwortungen. Und die Idee ist zu berücksichtigen, das ist ein altes Ideal im Grunde, vielleicht wird es erneuert, vielleicht eine neue Version, einfach Kunstwerke als Subjekte, als kalte Subjekte in diesem Beziehungsgeflecht zu sehen. In diesem Sinne ist das ein Anfang, um einfach mit diesem Satz anzufangen, macht Freunde statt Kunst, make friends not arts, statt zu sagen, oh, das ist wie ein Satz, der etwas verneint oder zurückweist, so wie das in der Presse gemacht wird. Das wird ja belächelt in der Presse. Nein, das ist ein ganz interessanter Satz eigentlich. Ursprünglich schlägt er ein mögliches Paradoxon vor, denn wir projizieren darauf aus einer Position des Denkens, dass es kein Paradox ist. Aber was, wenn wir davon ausgehen, dass es kein Paradoxon ist, sondern dass es ein Leben ist, eine Handlung, eine Beziehungshandlung. Make friends, not art. Also nicht notwendigerweise make friends and don't make art, but make friends and not make art. Dann wird nicht Kunst, not art, ein anderes Konzept. Okay, das war jetzt nicht mal die Frage, aber kein Problem. Es gibt das alte Hallenbad, da sieht man ganz deutlich, dass Freunde und Kunst machen sehr politisch ist und idealerweise hätten wir eine Politik, die unsere Kultur reflektiert, eine Politik, die aus unserer Kultur entsteht. Was wir haben, ist eine Kultur, die aus unserer Politik entsteht, eine Kultur, die problematische Politik reflektiert und gleichzeitig haben wir eine große Demonstrationskultur in Deutschland. Die Leute lieben Demos. Und das ist vielleicht eine Frage der Dringlichkeit. Dringlichkeit ist die Nahrung für jeden Streit. Und wenn es keine Dringlichkeit gibt, dann macht man diese schlappen, da hat man schlappe Absichten. Aber was kann das bedeuten? In einem Land voller Menschen, die willens sind, loszuziehen und zu demonstrieren. Was bedeutet das? Vielleicht nicht für Sie, sondern für alle Deutschen hier. Was sagt dieser Satz, make friends, not art? Was bedeutet das in einem Land, in einem Raum, wo wir die Dringlichkeit nicht spüren, aber wo wir tatsächlich die Verantwortung teilen müssen, diese Dringlichkeit mit anderen? Naja, vielleicht kann ich das über Dieter beantworten. Über einen Umweg sozusagen.
wenn ich das mal beantworten, wir leben ja in einer Zeit, wo alles, was wir tun, sofort politisiert wird von außen her. Und das ist wirklich ermüdend. Und ich glaube, der Satz, make friends, not art, das ist gleichzeitig eine sehr politische Aussage, ein Satz, der auch die Politisierung zurückweist, die von außen aufgezwungen wird. Und ich habe so ein Gefühl in dem, was Sie sagen, dass es so eine Müdigkeit gibt. Da gibt es vielleicht einen Weg durch die Müdigkeit, indem man die Beziehungsfähigkeit von Freunden als Option wählt. Lumbung One, das war ja von vornherein nicht antagonistisch gedacht. Das muss von außen politisiert werden. Und es ist in den Antagonismus gezwungen worden, war aber nicht antagonistisch vom Anfang her. Wir haben uns so daran gewöhnt, in diesen Antagonismen zu arbeiten. Wir werden so gezwungen, unsere Gefühle und Gedanken in diesem antagonistischen Kontext zu definieren. Das war so eine Art Subtext oder ein echter Text in Lumbung 1. Aber das wurde eigentlich nicht als antagonistischer Text formuliert. Und deswegen denke ich, ja, wie soll ich sagen, ist das eine Art Nonklang in der Kunstwelt, das praktisch mit diesem Antagonismus gefuttert wurde. Und das gilt auch für einen breiteren Teil der Gesellschaft. Ja, ich denke, auch die Franzosen gehen demonstrieren. Das ist auch eine Kultur, die demonstrationsaffin ist. Gleichzeitig wundere ich mich, wo die Demos sind in der Energiekrise und so weiter. Diese Demonstrationen, tja, die Leute bleiben bei Facebook, wie es so schön heißt, und die gehen nicht mehr auf Demos. Das ist eine traurige Entwicklung, aber das ist eine andere Geschichte. I also have a question. So ich habe auch noch eine Frage. Wir sprachen ja über Verantwortlichkeiten und das Suchen nach dem Beseelten, nach der Seele. Wie kann das möglich werden, wenn wir in typisch weißen Institutionen arbeiten, also weiße Personen, aber auch als Person of Color? Vielleicht könnten Sie das jetzt nicht direkt beantworten, sondern andere Personen. Denn als Person of Color in einer weißen Institution tätig zu sein, ist ja nicht so einfach. Vielen Dank für diese Frage. Ich habe einige Unterlagen gelesen, bevor ich hierher kam. Und das stand direkt hier mit in Bezug. Es gibt ja nicht nur die Individuation, sondern auch die Transindividuation als Konzept. Und diese beiden Konzepte gehen Hand in Hand. Die Transindividuation bedeutet die Integration des persönlichen Wachstums und das wiederum muss passieren im Rahmen der Transindividuation, also zusammen mit anderen. Make friends, not art. Dieser Slogan ist im Grunde eine Übersetzung dieser akademischen Terminologie, von der ich als nicht westliche Person, die hier arbeitet, so wahrnehme. Ich denke, ihr alle hier solltet offen sein für den Austausch, offen bleiben, fair bleiben, auch wenn euch nicht immer nur faire Dinge passieren, wenn nicht immer alles gerecht zugeht. Denn irgendwann wird es sich zum Guten wenden mit ganz kleinen Schritten. Ich persönlich bin da ganz zuversichtlich, was das angeht. Vielen Dank. Möchten Sie auf die nächste Frage antworten? Ja, gerne. Ich höre jetzt auch gerade ganz gern einfach nur zu, kurz. Ich würde gerne auch eine Frage stellen. Ich möchte nämlich auf Ihre Frage zurückkommen. Ich denke, das war ganz wichtig und schön, dass Sie so optimistisch sind, aber die Welt ist ja sehr widersprüchlich. Und Philipp, ich möchte Sie fragen und auch die Anwesenden von Ruan Grupa. Wie stehen Sie zu Folgendem? Wie sieht es aus mit diesen Bedingungen, die wir alle zusammen gestalten müssen, damit Lumbung in der Zukunft nachhaltig
Wirksamkeit entfalten kann. Was müssen wir verändern im jetzigen System? Welchen systemischen Wandel brauchen wir in der Kunstwelt? Ich möchte nicht zu lang sprechen, aber es gibt ja sicher 4 oder 5 Punkte, von denen wir jetzt sagen können, wenn wir versuchen, diese grundlegenden Punkte zu klären. Ich denke an Architektur, ich denke an institutionelle Strukturen, ich denke an all das, was die Machtstrukturen intakt hält. Da habe ich mich gefragt, welche Bedingungen gegeben sein müssten, damit Lumbung auch in Zukunft als Format für die Kunst funktioniert. Also natürlich die Macht loslassen, das ist die Antwort darauf. Das sind nicht 5 Punkte, es ist nur ein Punkt. Die Macht aus den Händen geben, sie loslassen. Vielen Dank. Ich habe aber auch noch eine Frage. Super, dann würde ich sagen, was tun wir? Sie sind ja sind nicht mehr der Direktor des Städelmuseums. Ich glaube, das sind Sie nicht mehr. Waren Sie aber, Sie haben es also losgelassen. Ja, also loslassen und dann der Gemeinschaft beitreten. Ich denke, bei dieser Frage geht es ja auch an Roan Grupa, oder? Die wurde auch an Roan Grupa gestellt, nehme ich mal an. Möchte jemand von Roan Grupa vielleicht auf diese Frage eingehen? Ich würde kurz selbst einige Anmerkungen machen. Als die Dokumenta zu uns kam, haben wir es nicht als Gelegenheit aufgefasst, denn wir sind ja keine Opportunisten. Also Opportunity war hier nicht unser Wort. Vielen Dank, möchte ich zunächst einmal sagen. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Also die Macht loslassen, herauskommen aus diesen Strukturen, das ist eine Sache. Das bedeutet, vieles zu verändern. Ich denke, es geht auch darum, den Wert anders zu definieren, nicht nur koloniale Strukturen zu sehen, also nicht nur aus diesem Kontext herauszutreten, sondern auch eine andere Bewertung zu finden. Denn die institutionalisierte Praxis hat ja zu tun mit genau den Werten des neoliberalen Systems. Das heißt, es sollte eine Neubewertung geben. Das Koloniale darf nicht, sollte nicht reichen. Es geht nicht nur darum, ein autoritäres Regime zu stürzen. Es geht auch darum, die Raubkunst zurückzugeben und diese Städte symbolisch für koloniale Strukturen. Es erstaunt mich, dass Make Friends Not Art so stark diskutiert werden muss. Wir haben dieses Konzept vor etwa 10 Jahren in einem kleinen Buch geprägt. Für uns ist das so etwas wie ein Ziel, würde ich mal sagen. Andererseits hat Freundschaft für uns auch eine Konnotation des historischen Traumas. Nach 1988 wurde bei uns ein wichtiges Gesetz zur Korruptionsbekämpfung und Verhinderung erlassen, das sich auch auf Freundschaften und Familienbeziehungen stützt. Und da gibt es bei uns eine sehr problematische Beziehung dazu. Denn als wir Make Friends in diesen Slogan hineinschrieben, da meinten wir auch Verantwortung, sichere Räume zu schaffen, damit also umzugehen, daran zu arbeiten. Das wollten wir uns zum Ziel setzen, eher als andere Themen zu meinen. Und ich würde immer sagen, if you can't beat them, join them. Also wenn du sie nicht schlagen kannst, werde Teil ihres Teams.
Lumbung, wie kann Lumbung fortgeführt werden? Das war auch noch eine Frage. Hatte jemand noch eine Anmerkung dazu? Yes, first of all, I just zunächst möchte ich Sie beglückwünschen, Philippe Pirot, zu diesem Vortrag und Sie, liebes Rohan Grupa-Team, zur Documenta 15. Ist die Kontroverse nicht auch der Tatsache entsprungen, dass wir hier im Kontakt sind mit denjenigen, die direkt Unterdrückung erlebt haben? Und früher ging es darum, dass man über solche Themen eher gesprochen hat, aber aus der Distanz, also gefeierte politische Kunstwerke angeschaut hat, also zu Objekten erklärt hat, aber nicht diese direkte Interaktion hatte mit Menschen, die das direkt erlebt haben. Es gibt ja diesen berechtigte Wut, diesen Zorn, derjenigen, die es wirklich erlebt haben, zum Beispiel das Sada-Kollektiv aus Bagdad, das die Erfahrung des Bombardiertwerdens thematisiert hat. Vielleicht ist es auch darauf zurückzuführen, diese Kontroverse, auf diesen berechtigten Zorn der ehemals Unterdrückten, die endlich ihre Stimme erheben können, zum ersten Mal in dieser Form auf der Documenta. Ist das nicht vielleicht auch eine Erklärung dafür? Ich möchte gerne darauf reagieren. Ich denke, dass wir hier auch noch sehen sollten, dass es einen großen Unterschied gibt, wenn wir Johann Grimond-Pré und andere Arbeiten in früheren Documenta-Ausgaben anschaut. Das war ja nicht für 100 Tage ausgestellt. Diese Lumbung 1 hat versucht, ohne Visa-Komplikationen nicht Objekte zu zeigen, die von irgendwoher entnommen oder weggenommen worden wären, sondern Kunst zu zeigen, die im Kontext ihrer Herstellung gezeigt wird. Wir sind hier, wir machen das hier, wir gehen in den Dialog mit den Menschen vor Ort. Hier ist der Ort, an dem auch die Kunst entsteht. Das ist also eine völlig neue Kontextualisierung, eine ganz andere Idee davon. Natürlich sicherlich auch in gewisser Weise problematisch, aber hier ist der Ansatz der Präsenz ein ganz anderer. Vielleicht auch innerhalb der Metapher, dass diese Kunstwerke Freunde sind, also auch Freunde um sich herum brauchen, Freunde zur Begleitung in ihrer Gesellschaft brauchen. Das ist ein Riesenunterschied. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet, vielleicht eher auch nicht. Kann ich auch noch eine Frage stellen, bitte? Also vielleicht noch eine letztendliche Klarstellung. Ich meinte, dass Filme über Bombardements anders sind als Filme von Menschen, die diese Erfahrung erzählen. Das ist ja ein Unterschied, ob ich selber bombardiert werde und das darstelle oder ob ich einen Film mache über Menschen, die ausgebombt werden. Also ich wollte gern auf einen Kommentar eingehen, der vorhin gesagt wurde. Ich weiß nicht mehr genau von wem. Es ging um die Frage, Make Friends not Art, und was das für die Deutschen hier im Raum bedeutet. Also ich denke, die Hälfte derjenigen, die hier anwesend sind, sind keine Deutschen und haben zu tun gehabt mit der Ausrichtung dieser Ausstellung. Und das zeigt ja auch, welches Konzept die Documenta 15 verfolgt. Make Friends not Art, diese Vorstellung, uns alle als Gemeinschaft hier willkommen zu heißen, als AusrichterInnen der Konferenz. Wir sind also jetzt hier, sind in Interaktion mit den Gemeinschaften vor Ort, aber wir kommen eben nicht aus Deutschland. Ich würde sagen, das ist wirklich ausschließend, sich an die Deutschen im Raum zu richten, wenn die meisten oder viele der KünstlerInnen hier im Raum nicht einmal aus Europa kommen. Das zeigt doch eigentlich diese Vorstellung oder das untermauert die Vorstellung von Making Friends Not Art, wie wichtig das eigentlich auch dann ist. Entschuldigung, ich glaube, wir haben nur noch 3 Minuten und
wir wollen uns und euch natürlich nicht abschneiden hier von der und begrenzen von den Wortmeldungen, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Bitte schön. Vielen Dank. Ich würde Sie darum bitten, Philipp, noch mal etwas zum Begriff Join, also der Gemeinschaft beitragen, was Sie vorhin sagten, noch mal zu sagen. Viele von uns denken über die Strategien der Linken nach. Ich kann persönlich nur meine eigene Unzufriedenheit äußern. Die Linke ist so zerschlagen aktuell, so zersplittert, und es ist so leicht für diese rechten Kräfte da reinzugehen und das auszunutzen, diese Situation. Ich frage mich, ob Sie, Philipp, vielleicht etwas dazu sagen könnten, was ist denn diese Gemeinschaft, dieses Zusammensein, zu dem Sie uns auffordern, beizutreten? Welche Möglichkeiten, welche Alternativen gäbe es da? Wie kann man das strategisch nutzen? Wie würden Sie Ihre Vision beschreiben? Denn wir haben hier diese praktische Ebene, von der ich manchmal denke, dass wir sie einfach wirklich besser verstehen müssen. Das ist wirklich etwas, was ich aus Neugier heraus frage. Ich denke, Sie haben hier zwei Dinge angesprochen. Einmal wirklich die sehr beklagenswerte, bedauerliche Entwicklung, die Sie ansprechen, die Tatsache, dass die sogenannte Linke, das linke politische Lager sich selbst zersetzt aktuell und sich selbst zu bekämpfen scheint. Das liegt auch daran, dass die Linke traditionell natürlich kritisch und selbstkritisch ist. Und darin liegt auch die Gefahr, eine gewisse Falle, dass man sich da und Frau sich da gegenseitig kritisiert. Zum Beispiel in dem Diskurs darüber, was ist überhaupt links, da können natürlich andere Kräfte durchaus auch mal versuchen, hineinzugrätschen. Andererseits, ich weiß nicht, ob, als Sie mich gerade darauf ansprachen, was ich meinte, als ich sagte, der etwas beitreten, der Gemeinschaft beizutreten, wie strategisch das oder was das für eine Strategie impliziere. Denn es ist vielleicht gar nicht so sehr eine Strategie. Ich muss da wirklich vorsichtig zurückhaltend bleiben. Es ist ja auch ein Risiko, dass ich damit meine. Für mich ist es so, dass ich sagen kann, da gibt es kein Rückfahrticket. Ich weiß nicht, was dabei herauskommen wird, wenn ich das so sage. Für mich persönlich ist es also eine recht schwierige Entscheidung, denn ich weiß nicht, worauf ich da zusteuere. Da gibt es keinen definierten Endpunkt. Ist vielleicht so ein bisschen so wie die Theorien des Kommunalismus. Dem beizutreten bedeutet, Werte zu teilen. Und diese Werte führen eben zu einer weiteren Verbindung auf einer übergeordneten Ebene. Das bedeutet, dass wir nicht unbedingt alle Werte teilen, aber eben einen Teil dieser Werte. Das bedeutet, nicht alles über eine übergeordnete Struktur zu lösen, zu versuchen. Aber es ist eben ein Risiko. Beitreten ist immer ein Risiko. Ein Risiko im Verhältnis zum projizierten Ergebnis, weil es das gar nicht gibt. Das ist einfach eine Praxis jetzt, im Hier und Jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit greift, was ich sage. Ich weiß nicht, es ist ja auch gut. Danke. Ich bin immer die, die am Anfang und am Ende die Frage stellt. Es ist ja auch eine Position eines großen Privilegs, wenn man sagen kann, treten Sie heraus. Heraus aus was? Und ich denke, der Kampf, über den Sie sprechen, ist der Kampf derer, die nicht das Privileg haben, irgendwo raustreten
zu können. Man braucht neue Strukturen, damit die da auch raustreten können. Und wir müssen uns klar sein, dass wir verdammt privilegiert sind, all die, die hier sind. Wir können dieses Privileg aber auch einsetzen. Und wir müssen aber vorher uns dessen bewusst sein. Das muss ich einfach sagen. Ja, ich habe noch eine Frage zum Thema Heraustreten. Wir sitzen ja alle still bei der Documenta, wir alle. Das ist also der Kontext, in dem man steht. Und meine Frage, Sie haben über die Documenta gesprochen als die Hegemoniemaschine. Und sagen Sie mir doch, wie sehen Sie das? Wie sollten wir heraustreten und gleichzeitig die Hegemoniemaschine verlassen, wenn wir gleichzeitig drin sind? Wie gehört das denn eigentlich zusammen? Wie passt das zusammen? Ich wundere mich einfach. Ich sehe irgendwie auch, dass wenn man in der Institution, in dieser Maschine ist und Dinge anders tut, aber vielleicht gibt es dann auch Fehler oder ein Versagen, denn in der Einleitung des Katalogs lese ich, ja, wir brauchen dies und jenes, hätte vielleicht anders gemacht werden können. Manchmal ist da ein Bedauern, manchmal werden da Fehler zugegeben, aber gleichzeitig wird das nur sichtbar. Jahre später hat es da einen Paradigmenwechsel gegeben innerhalb dieser Documenta. Und wird das später dann anerkannt oder vereinnahmt? Das ist ja auch ein Risiko. Vielleicht können Sie diese schwierige Frage mal ansprechen. Das sind ja sehr viele Fragen aus dem Gespräch mit anderen Menschen hier. Würde ich sagen, ja, es gibt natürlich eine Berücksichtigung der Rekuperation. Es gibt keine Angst davor, Fehler zu machen. Ich denke, das ist einfach Teil dieses ganzen Prozesses. Ob man das jetzt als Heraustreten bezeichnet, das ist was Persönliches und ja, auch etwas Privilegiertes. Aber wie Sie schon sagten, es ist, wenn es da einen Paradigmenwechsel gibt, dann sehen wir das vielleicht nicht jetzt sofort. Aber die Tatsache, dass Lumbung weitermachen wird, außerhalb des Rahmens der Documenta, ist vielleicht auch eine Antwort auf Ihre Frage. Das ist so, da ist etwas, was schon da war, das einen Moment der Festlichkeit, der Feier, der Zelebrierung hatte mit bestimmten Ergebnissen. Und das war dann das, was hier gezeigt wird. Und dann geht das weiter. Das ist so ein bisschen wie, naja, es ist eine andere Nutzung der Institution, das ist ganz sicher. Es ist eine ganz andere Verwendung der Institution. Das ist vielleicht die umfassendste Antwort, die ich Ihnen jetzt geben kann. Und das stand ja von Anfang an fest und wurde auch vorgeschlagen. Man hätte es durch die Institution zurückweisen können, man hätte sagen können, nee, das wollen wir nicht. Es wurde halbherzig akzeptiert, um es mal so zu sagen. Das ist vielleicht die Antwort, etwas, was wir vielleicht nicht wissen oder nicht viele wissen oder ich zumindest nicht. Aber es ist vielleicht eine andere Art und Weise, über Ressourcen nachzudenken und über künstlerische Arbeit nachzudenken oder Arbeitskraft. Und naja, Sie wissen ja, ich glaube nicht, ob das jetzt eine Sorge der Lumbung-Gemeinschaft ist, was die Kunstwelt darüber denkt. Das sind auch so Dinge, da sind wir sehr oft sehr reflektiv, wir denken darüber nach, aber was denkt die Institution, ist doch egal. Was denkt die Kunstwelt, wissen wir auch nicht. Ist uns auch egal vielleicht. Das sind die Möglichkeiten. Das bezieht sich auf andere Beziehungen als die, an die wir gewöhnt sind. Und das kann dann vielleicht auch die herbeibringen, an die wir gewöhnt sind. Und wo wir dann uns bitten, beizutreten.
Aber ist das nicht eine andere Geschichte, also hineinzutreten und die Veränderung ist dann eine andere Nutzung der Institution und das versagt vielleicht völlig und es geht darum, das Risiko aufzunehmen und dann ein klares Heraustreten aus diesem Kontext? Also als ich sagte heraustreten, Das war eine spezifische Strategie in einem spezifischen Moment, in einem bestimmten Kontext. Und das war da vielleicht das Beste, was man tun konnte, etwas zu versuchen. Ich weiß nicht, ob man das generalisieren muss. Es ist eine Möglichkeit. Und ich glaube, das ist auch die Art, wie ich Lumbung 1 gesehen habe, als gigantisches Parlament mit manchmal sehr widersprüchlichen Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist ja das Interessante an diesem kommunalen Ansatz bei der Arbeit selbst. Bei all diesen widersprüchlichen Möglichkeiten gibt es manchmal Werte, vielleicht ein Wert, der geteilt wird zwischen den verschiedenen Positionen innerhalb dieses gigantischen Parlamentes. Und damit arbeitet man vielleicht oder da fängt man irgendwie an. Das heißt ja nicht, dass man mit all den anderen Werten einverstanden ist. Es ist vielleicht ein limitierter Satz. Es ist einfach eine weitere Wette oder wenn nicht Wette, dann ja, eine Praxis. Man akzeptiert die Unterschiede, aber man arbeitet auf Grundlage der ein, zwei Werte, die man teilt. Das ist was ganz anderes, als einen Universalismus zu finden oder eine Superstruktur, eine Gesamtstruktur, der wir uns unterwerfen müssten. Das ist der große Unterschied. Das ist ja auch schon in anderen Bereichen probiert worden, im politischen Bereich oder anderen Bereichen. Es ist immer schwierig gewesen, das aufzubauen, das ist ganz sicher. Und das war der Grund für die Angriffe, dass da etwas aufgebaut worden ist, dass die spezifisch deutsche europäische Gesellschaft nicht ertragen konnte. Und alles wird verwendet, um uns zu diskreditieren. Aber es ist eben doch nicht voll diskreditiert, weil hier so viele sind, die mitmachen wollen, die beitreten wollen. Und ich habe keine Frage, ich wollte nur Danke sagen, danke Lumbung 1, denn das ist ja etwas Bahnbrechendes für die Kulturlandschaft. Ja, ein großer Applaus. Das ist tatsächlich ein Privileg der Menschen in diesem Raum, die denken, wir sollten den Mut diskutieren, die Verwundbarkeit, das Risiko, die Rückversicherung, die Großzügigkeit, diese Arbeit in der Kunstwelt zu machen. Und wir schauen nicht mal darauf mit dieser Macht und der Vision, die es hier gibt. Was manche sagen, wo sind die Strategien, die Möglichkeiten? Der globale Süden hat das schon dargestellt. Wir gucken uns die künstlerische Arbeit an das, was kuratiert wird. Die Antworten, die Lösungen sind da. Und während wir hier sitzen und über diese Streitereien sprechen, statt die Komplexität zu feiern, die Macht, die Schönheit, die Vision, die wir hier finden, mit so viel Großzügigkeit und die Menschen aus der globalen Mehrheit, wir fühlen uns betrachtet, gesehen. Das ist vorher nie passiert. Wir müssen Ihnen danken dafür, dass Sie diese bahnbrechende kulturelle, politische Intervention durchgeführt haben. Das ist wirklich ein Meilenstein für so viele von uns. Vielen Dank. Und nochmal
Tausend Dank für alles, was hier gesagt worden ist. Das ist eine tolle Erfahrung. Und dass so viel in dieser Konversation hat damit zu tun, was bedeutet, herauszutreten und wegzutreten, abzutreten. Und ich übersetze ja auch zwischen der globalen Mehrheit und den Institutionen der Macht, der kulturellen Macht, der politischen Macht. Als eine Person denke ich so oft, dass wir privilegiert sind, dass wir in den Institutionen bleiben dürfen und dann die Leute fragen können, ihr Trauma darzustellen, sodass die Institutionen mal aufmerksam werden. Die Leute muss man fragen, dass sie sich erklären, sodass sie verstehen, denn viele von uns wurden nicht als Ressourcen genutzt, um sie zu unterstützen in ihrer persönlichen Entwicklung, bis sie dann wirklich die Macht auch sehen. Und ich will ja keine Schuld zuweisen. So viele von uns werden in unseren Leben sozialisiert. Wir machen unseren Universitätsabschlüssen, wir arbeiten hart. Es geht nicht darum, hart zu arbeiten. Es geht um die Strukturen, die aufgebaut sind. Und wer die Arbeit macht, die unbezahlte Arbeit, die emotionale Arbeit, der die Risiken übernimmt, die Konversation, die wir vorher hatten über die Risiken. Wer muss das Gewicht auf den Schultern tragen? Es geht auch darum, dass wir Danke sagen denen, die entfremdet sind. Und das ist ja in der Konversation, diese Frage des Herausdrehens, ist wirklich schwierig, nicht? Okay. Yes. Vielen Dank dafür. Ich möchte Danke sagen für diesen unglaublichen Raum der Klarheit, der Klärung und der Ermutigung. Das ist mein erster Tag heute hier. Und es ist ein bisschen so, als ob Lumbung, die Organisatorinnen und Organisatoren alle zu mir sagten, bleib nicht passiv, werde aktiv, stelle einen Raum bereit, der auch heraustritt, herauskommt aus der Sicherheit der Institutionalität, die ja keinen echten sicheren Raum bietet, sondern ich fühle mich ermutigt, herauszutreten, einen Schritt wegzutun von den Dogmen, von diesen festen Säulen der Kunstwelt. Das hat mich sehr inspiriert, denn wenn ich mich umschaue in der Welt, dann sehe ich überall diese Anhäufungen von Problemen im Bereich der Natur, der Tierwelt, im Bereich der Finanzflüsse, des Bankensystems. Da könnte man endlos weitermachen. Es gibt so viele Probleme in der Gegenwart, die eine Lösung brauchen, die Menschen brauchen, die Herzen brauchen, die kreative Köpfe brauchen, um gelöst zu werden. Und ich möchte Danke sagen an die Documenta und an Lumbung dafür, diesen Raum des Lichts, der Ermutigung und des Muts bereitzustellen, damit wir diesen Schritt tun können, dahin unsere Einstellung zu verändern. Ich habe das Gefühl, dass mir hier heute gesagt wurde, bleib nicht passiv. Denn passiv bleiben heißt sich versklaven lassen. Nein, ich wurde aufgefordert, aktiv zu werden und euch gut zuzuhören und auf die Intuition zu hören. Vielen Dank für die Kommentare und Fragen. Ein letzter Wortbeitrag, bevor wir zum Schluss kommen. Herzlichen Dank. Insbesondere vielen Dank an Philippe. Das Heraustreten, Abstand nehmen, das erinnert mich an Søren Kierkegaard. Der sagt zum Thema Glaubensbeweis, unser Glauben ist kein übernatürliches Sein. Unser Glauben liegt in uns Menschen. Wir riskieren uns selbst, unsere Zukunft. Wir werden uns nicht über
geben an etwas, was jenseits unseres Verständnisvermögens liegt, sondern wir vertrauen uns unseren Freunden erst einmal an. Und danach können wir beseelte Kunst erschaffen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diesen letzten Kommentar, aber auch vielen, vielen Dank nochmals an alle, die hier mit dabei sind. Vielen Dank für Ihre und eure Zeit, denn Zeit ist eine so wertvolle Ressource, die wir haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein bei der Konferenz Let There Be Lumbung. Bitte seien Sie, seid ihr wieder dabei bei den anderen Veranstaltungsteilen. Morgen machen wir weiter. Und morgen laden wir John Rusa ein, Geschichtsprofessor und auch Charles Esche. John Rusa spricht über die morale Panik in Indonesien seit 1965 und wird darüber sprechen, was dieser Weg bedeutet hat bis heute. Und das wird vielleicht auch die Arbeit von Juan Grupa in den Kontext stellen. Charles Esche wird sprechen über die erste Ausstellung des 21. Jahrhunderts. Der Vortrag beginnt morgen, oder die Vortragsreihe beginnt morgen um 16 Uhr mit John Rusa und dann 17:30 Charles Esche. Ein letztes Wort. Ja, wir sollten Nong Khong betreiben. Hang out there. Dankeschön. Vielen Dank an alle Freunde und Freundinnen, die diese Veranstaltung organisiert haben. Undine Schäfer und viele weitere. Danke an die DolmetscherInnen, Gebärdensprachverdolmetschung, an das Technikteam und an alle weiteren Personen, die beteiligt waren. Wir sind noch dabei bei der Documenta 15 bis zum 25. September.